Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Julia, ich studiere Musik und ich möchte euch in diesem Video etwas über die Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule erzählen. Natürlich ist es alles sehr subjektiv und die Aufnahmeprüfung unterscheidet sich auch, je nachdem, an welcher Musikhochschule man die macht und je nachdem, um welchen Studiengang es geht. Ich studiere Alte Musik mit dem Hauptfach Blockflöte. Und daher musste ich bei der Aufnahmeprüfung zuerst einmal Blockflöte vorspielen. Das wird das Hauptfach genannt. Da muss man zwischen 10 und 15 Minuten meistens vorspielen. Und zwar manchmal, an manchen Hochschulen ist vorgegeben, ob man jetzt ein zeitgenössisches Stück spielen muss und eine Etüde beispielsweise. Oder es ist ganz frei und man darf sich selbst Repertoire raussuchen. Und bei der Prüfung läuft es dann meistens so ab, dass man sich das erste Stück selbst aussuchen darf und dann die Prüfungskommission das zweite aussucht. Anschließend muss man noch im Nebenfach vorspielen. Das ist meistens ein Tasteninstrument. In meinem Falle war das Cembalo. Das ist ein historisches Tasteninstrument, weil ich eben mit der Blockflöte hauptsächlich Barockmusik mache und das Cembalo da viel näher liegt als das Klavier. Dann, das war der praktische Teil, kommt dann noch ein theoretischer Teil. Da muss man eine Prüfung in Musiktheorie und Gehörbildung machen und das Ganze speziell für Trossingen einmal schriftlich und einmal mündlich. Und in dem schriftlichen Teil, das ist eine Gruppenklausur, da kriegt man dann Aufgaben gestellt wie, Achtung, ich spiele vor, und dann wird gefragt, was das für ein Intervall ist. In diesem Falle war das der Tritonus. Oder das wäre eine kleine Terz. Und das waren Aufgaben zu Intervallen und dann kamen auch in, Aufgaben zu Akkorden, zum Beispiel so etwas. Das war ein Dur-Dreiklang in der ersten Umkehrung. Und dann kommen auch Aufgaben wie ein Melodiediktat, das heißt, man bekommt eine Melodie vorgespielt und muss die dann aufschreiben. Und zwar wird die nach vorgegebenen Regeln vorgespielt, meistens dreimal das Ganze und dann zweimal die erste Hälfte und dann noch zweimal die zweite Hälfte und dann noch einmal ganz. Oder so ähnlich, aber das kann sich unterscheiden. Und dann gibt es noch ein zweistimmiges Melodiediktat. Das heißt, der Lehrer sitzt am Klavier und spielt eine Melodie mit zwei Stimmen vor und die muss man dann aufschreiben. Und dann kann es noch einzelne weitere Aufgaben geben, wie in der Musiktheorie, dass man ein Arbeitsblatt bekommt mit verschiedenen Zeilen Musik und dann muss man die Schlussbildung bestimmen, ob das ein Ganzschluss ist oder ein Halbschluss oder ob das eine Kadenz ist, sowas. Und in Trossingen gibt es dann noch Musiktheorie und Gehörbildung in Einzelprüfungen mündlich. Da sitzt man dann eben dem Lehrer direkt gegenüber und er spielt dann wieder ein Intervall vor und fragt, was das war. Eine kleine Sechste zum Beispiel. So, und eigentlich muss ich nochmal von vorne anfangen und sagen, dass man sich an den Musikhochschulen für eine Aufnahmeprüfung sehr früh bewerben muss. An den meisten Hochschulen endet ja zum Wintersemester, wenn man im Oktober anfangen will zu studieren, endet die Bewerbungsfrist am 15.07. Weil man aber an der Musikhochschule vorher noch eine Aufnahmeprüfung machen muss, ist die Bewerbungsfrist meistens schon viel früher. In Trossingen zum Beispiel am 1.04. fürs Wintersemester, also ein halbes Jahr vorher. Das liegt daran, dass eben die Aufnahmeprüfungen meist so Ende Juni, Anfang Juli noch stattfinden. Das sind mehrere Tage und über die verteilt hat man dann eben das Vorspiel im Hauptfach, im Nebenfach und in den Theoriefächern. Was ich noch sagen möchte, ist, dass in sehr vielen Studiengängen es sich mittlerweile eingebürgert hat, dass man, bevor man sich bewirbt, noch ein Video aufnehmen muss von sich selbst spielend und das dann einreichen muss. Das liegt daran, dass es meistens sehr viel Bewerber gibt, als es Plätze gibt. Und daher muss man dann sich selbst spielend aufnehmen und das einschicken. Und die Kommission bewertet es dann. Und viele Bewerber müssen dann eben gar nicht erst anreisen, weil es vorher schon heißt, das Niveau ist nicht ausreichend.
Also man muss sich aufnehmen, schickt das dann ein zum 1.4. und dann wird man, wenn es geklappt hat, zu den Aufnahmeprüfungen eingeladen. Ich hoffe, dieses Video konnte euch weiterhelfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Tschüss!